Hallo zusammen. Heute möchte ich euch wieder Abnahmen zeigen. Diesmal allerdings zweifache Abnahmen. Auch wieder die schräg nach innen geneigten, also schräg nach rechts und links geneigten. Aber eben zwei auf jeder Seite. Das ist auch etwas, was oft vorkommt. Zumindest in meinen Strickanleitungen arbeite ich ziemlich oft damit, weil ich oft jetzt für die Brautjacken zumindest benutze ich ein dünneres Garn und da macht man mehrere Abnahmen, dafür in allen vier Reihen. Wir werden das jetzt in allen zwei Reihen durchführen. Also wir stricken drei Maschen ab, drei Maschen rechts, heben eine Masche ab, wie zum Rechtsstricken, stricken eine Masche rechts und ziehen die Vorgängermasche rüber. Das war die erste Abnahme. Wir heben wieder eine Masche wie zum Rechtsstricken ab, stricken eine rechts und ziehen wieder die Vorgängermasche rüber. So haben wir jetzt zwei Maschen auf dieser Seite auf einmal abgenommen. Das bedeutet, wir müssen jetzt, wenn wir weiter zum Ende der Reihe kommen, ausrechnen, wo wir stoppen müssen. Bei einer einfachen Abnahme wären das fünf Maschen. Und jetzt plus zwei, also wenn noch sieben Maschen auf der Nadel sind, beginnen wir mit der Abnahme hinten. Und hier stricken wir ganz einfach zwei Maschen zusammen. Ich glaube, eine noch, Dreieck, genau. So, jetzt stricken wir zwei Maschen rechts zusammen, also wir stechen hier ein und holen den Faden durch beide Maschen durch. Wir stechen durch beide Maschen ein und stricken sie wie zum Rechtsstricken ab. Jetzt stricken wir noch drei Maschen rechts. Die nächste Reihe wird einfach glatt links gestrickt. Zwei Maschen nimmt man. Also in der Regel, wenn dann zum Beispiel beim Arm ab, zwei auf jeder Seite oder eben auch, also äquivalent dazu zu den Vorder- und Rückenteilen, da würde man die Abnahmen genauso arbeiten, also wo dann die Armkugel eingesetzt wird. Das wird euch bestimmt mal in Strickanleitungen begegnen und dann wisst ihr, wie ihr das machen könnt, diese zwei Maschen auf einmal abnehmen. Also weil manche Strickerinnen, die bei mir eine Strickanleitung kaufen, fragen, dann soll ich denn tatsächlich zwei Maschen beidseitig abnehmen, weil ihnen das viel erscheint, aber ja, das muss man, also wird ab und zu eine Strickanleitung notwendig sein, um die, also die, zu dem Schnitt zu kommen. Wir haben jetzt wieder die Abnahmeseite und stricken drei Maschen rechts, zwei, drei. Wir heben die Masche hier wie zum Rechtsstricken ab. Die nächste Masche stricken wir rechts. Ziehen dann die Vorgängermasche einfach drüber. Eine sogenannte überzogene Masche. Wir heben die nächste Masche wie zum Rechtsstricken ab. Stricken eine Masche rechts und ziehen den Vorgänger hier rüber. Jetzt stricken wir wieder bis zum Ende durch. Wenn ich könnte, würde ich euch jetzt gern fragen, wie viele Maschen müssen am Ende auf der Nadel sein. Könnt ihr ja nochmal rekapitulieren, wie viel das waren. Genau, sieben Maschen. Da stricken wir jetzt hin. Wir haben drei plus vier, eine noch. Dann stricken wir jetzt die nächsten zwei Maschen, stechen hier ein, wie zum Rechtsstricken, zusammen. Wieder die nächsten zwei Maschen, wir stechen zusammen ein und nehmen dadurch eine Masche ab. Die verbleibenden drei Maschen stricken wir rechts. Jetzt kann ich schon mal zeigen, wie das aussieht. Zeigen wir mal die eine Seite. Also man sieht schon diese Parallelität, dass jetzt, das jetzt so rüber geht über zwei Maschen. Man kann das natürlich auch, oder es gibt natürlich auch Strickmuster,
sagen wir die Seite nochmal, hier neigen sich die Abnahmen nach rechts. Das wird man in der nächsten Reihe besser sehen. Ich stricke nochmal eine. Hier stricken wir wieder eine Reihe ganz normal links. Also in der Regel, oder sagen wir mal so, bei meinen Anleitungen ist es so, dass ich dann jede vierte dafür stricke. Also nicht jede zweite, sondern ich mache dann in jeder vierten die Abnahme von zweien. Das sieht in dem Fall einfach am besten aus. Da haben wir viel ausprobiert, bevor wir die Strickanleitung geschrieben haben. Und das war eben die beste Variante. Also wenn ich von den Brautjacken rede, das sind, ihr könnt ja mal auf meiner Seite schauen, sowas wie Fee, Sophie, die stricken wir alle mit Baby Alpaka und noch einem Merino-Faden, also ist immer noch sehr fein. Und da machen wir die Abnahmen auch mit zwei Maschen jeweils am Rand. Also wenn ihr da mal eine Strickanleitung bei mir bestellt, werdet ihr das auch sehen. So, jetzt haben wir wieder die Abnahmen. Wir stricken wieder drei Maschen rechts. Nehmen eine Masche ab. Stricken eine Masche rechts und ziehen die Vorgängermasche rüber. Wir nehmen eine Masche ab. Stricken eine Masche rechts und jetzt stricken wir noch weiter bis zum Ende. Also wenn wir noch genau 7 Maschen auf der Nadel haben und stricken die restlichen, also erstmal machen wir noch die zwei Abnahmen, 3, noch 2. Wir stricken jetzt zwei rechts wieder zusammen, nochmal zwei rechts und stricken die verbleibenden drei. Jetzt kann man schon gut die Abnahmerichtung erkennen. Hier sieht man schön die parallelen Abnahmen. Sieht dann, wenn das Strickstück fertig ist, noch besser aus. Hier nach rechts geneigt. Und mit dieser Basistechnik könnt ihr die nächsten Strickprojekte gut meistern. Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen. Und falls du noch mehr Basistechniken lernen möchtest, dann schau gerne im Kanal rein. Ich habe hier eine Playlist Stricken lernen und werde nach und nach noch mehr Videos hinzufügen. Später auch noch etwas fortgeschrittenere mit Mustern und vielleicht sowas wie Zopfstricken. Schau gern vorbei. Bis zum nächsten Video.